Egal, sagte er. Das macht nichts für mich. Er nahm die Hand herunter, wie auf einem Satellitenbild ausgetrocknete Flussläufe und schartige Schluchten die Landschaft zerfurchten, zogen sich Narben kreuz und quer über seine Wangen, die Stirn, das Kinn. Unfall, meinte er. Wie es passierte, geht dich nichts an. Nicht oder nicht. Wird bald operiert, soll, aber also? Lea zuckte mit der linken Schulter. Ich verstehe nicht, was. Sie wollte was von dir? Ich kenne hier doch niemanden. Er kniff die Augen zusammen. Das zerklüftete Gelände verformte sich in der oberen Hälfte. Sag mal, die Ziel, wer sonst denn? Lea biss sich auf die Zunge, bevor sie mit der Frage herausplatzen konnte, was für eine Sprache er benutzte, sah stattdessen wieder hinüber zum Schulportal, musste wieder die Augen zusammenkneifen. Auf dem 3 Stufen hohen Treppenabsatz hielt Frau Ziehbrunner Wache über ihre Schützlinge, das graue Kostüm angelegt wie eine Uniform. Sie konnte es nicht genau erkennen, doch Lea hatte das Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Als es vorhin hinausging zur Pause, hatte die Frau sie mit kräftiger Hand aus dem Strom der Schüler gezogen. Deine Mutter, hatte sie gesagt und Lea erwartungsvoll angesehen, die hatte genickt. Sie besteht darauf, dass du das, sie zeigte auf die Maske, und das, schwenkt mit den wie angespitzt wirkenden Fingern auf Leas Hände, unbedingt und immer trägst. Ich weiß, hatte Lea gesagt und genickt zum Zeichen, dass sie Bescheid wusste. Das ist wegen der Keime. Die Ziehbrunner hatte abgewinkt, als wollte sie verhindern, dass dieses Kind sie noch weiter belehrte. Dann solltest du auch wissen, dass wir uns hier an die Regeln halten. Der Junge holte sie aus der Erinnerung. Na? Nichts wollte sie, sagte Lea schnell. Ich soll meine Maske tragen. Er schien zu überlegen. Was denn drunter da? Lea wollte zurückweichen, als er noch einen Schritt näher trat. Die rissigen Platten der Baumrinde, manche größer als ihr schmaler Rücken, hielten sie auf. Nichts. Das zeig, verlangte er. Vergiss es. Nur hab nicht dich. Sie hob ihre schmale Hand im weißen Baumwollhandschuh. Nein. Er streckte den Kopf vor. Und doch, mit einem Ruck zog sie den Stoff herunter. Nichts da ist, auch wie bei jedem normalen Menschen. Die Röte schoss ihr ins Gesicht, bevor sie die Maske wieder hochziehen konnte. Verdammtes Plappermaul. Ihr Herz klopfte. Sein Gesicht zersprang zur Grimasse, als er grinste, die rechte Wange gespalten durch eine zentimeterlange Narbe. Auch Mensch normal, sagte er. Viel Spaß bei uns hier noch. Die eine Hand in der Tasche schlenderte er davon. Mit der anderen schnippte er den Daumen, als folge er einem innerlichen Rhythmus. Vielleicht dem, den seine Zehen vorhin versucht hatten zu spielen. Wie der prasselnde Strahl unter einem Wasserfall ergoss sich das Licht jenseits des Schattens über seine dichten Locken. Hi, Benny, begrüßten die Jungs am Baumstumpf vor der Ziegelmauer ihn. Alles klar? Klar, alles ist. Aus Kapitel 14, zum ersten Mal verliebt. Über den Buckel hinweg gurgelte das Wasser. Dahinter schäumte es auf, um sich in der schimmernden Ferne zu verlieren. Alles so weit weg. Was war? Was kommt? Was immer das eine gewesen sein mochte, das andere werden würde. Lea! Wie aus einem Traum erwacht, blinzelte sie hinauf zu Björn. Er hatte nur bis zum Rand der Böschung mitkommen können, wo der Trampelpfad hinunter zum Ufer begann. Sie hatte ihn beinahe vergessen. Was machst du? Fragte er, als sie neben ihnen auf den heißen Straßenbelag trat, den die Sonne immer wieder aufweichte. Es wollen sich einfach keine Fische zeigen. Fische. Björn tippte sich an den Rand des Basecaps. Die haben sie früher hier nicht nur geangelt, sondern sogar gegessen. Und baden konnte man hier auch. Ein Luftzug vom Wasser spielte in ihrem Haar. Aha, Sand und kleine Kiesel knirschten unter der Bereifung seines Rollstuhls, als er sich bequemer zurechtsetzte. Und du, willst du jetzt baden oder fischen? Sie blinzelte ihn an. Seine Augen, vom Schatten des Schirms verdeckt und geschützt durch die Brillengläser, waren nur schwer zu erkennen. Ich wollte einfach sehen, ob es stimmt. Dann los. Sie sah ihn fragend an. Ich meine, er wies hinunter auf das Wasser. Ich hätte nichts dagegen, wenn du dich ausziehst. Och Mann, du glaubst mir wieder mal nicht. Was sagtest du, wie viele Fische du gesehen hast? Lea senkte den Kopf. Sein Gesicht trug wieder diesen Ausdruck, den sie nicht zu deuten wusste. Ein Kribbeln erwachte in ihrem Bauch. Die Furcht davor, dass es stärker werden könnte, mischte sich mit Neugier. Was würde es mit ihr, mit ihnen noch machen? Wenn ich nur wüsste, was in ihm vorgeht. Der Himmel kippte in seine Brillengläser, als er sich an die Kopfstütze lehnte. Dennoch konnte sie erkennen, dass er nicht ihr ins Gesicht sah, nicht in diesem Moment. Ihr dünnes Trägershirt mit dem tiefen Ausschnitt betonte mehr, als es verbarg. Seit einiger Zeit trug sie einen BH, um das anschwellende Gewicht zu stützen. Genau dort klebten seine Augen wie eine Nadel am Magneten. Und das Kribbeln reckte sich aus ihrem Bauch ein Stück weiter nach oben. »Soll ich lieber gehen?«, hörte sie ihn. »Wozu sind wir dann zusammen hergekommen?« »Eben, aber du scheinst dir ja neue Freunde zu suchen. Im Wasser.« Sie hob die Hand. »Komm her.« Er beugte sich vor und griff an den langen Schirm des Basecaps.
Der schwarze Adler darauf, ein stolzes Tier mit gerecktem Kopf, beschrieb einen eleganten Bogen, als Björn es bereitwillig abnahm. Sie gab ihm eine Kopfnuss auf das verschwitzte Haar. Er hielt ihre Hand fest. »Was ist?«, fragte sie. Tief atmete er ein, ihre Finger vor seinem Gesicht. Sie mochten nach Fluss riechen, nach dem leichten Duft der Steine, die sie geworfen hatte. Vielleicht auch schon wieder nach dem sauren Schweiß der Handflächen. Immerhin war Sommer. Zu schwitzen, das Gefühl zu haben, auseinanderzulaufen, war keine Kunst. »Björn?« Er nahm zwei ihrer Finger in den Mund und hielt sie mit seinen Lippen umspannt. Lea hielt die Luft an, fühlte, wie seine Zunge rau über die Haut strich, schluckte. Ihre Lippen, die voll geworden waren und rot wie in der Sonne gebadete Kirschen, standen einen Spalt auseinander. Und das Kribbeln, es reckte sich weiter hinauf am Nabel vorbei, suchte und fand freie Bahn hinauf ins Nirgendwo, das sich in ihrem Kopf ausbreitete. Rutschte es nicht auch ein Stück nach unten? Sie schluckte wieder. Was machst du?« Er antwortete, indem er ihre Finger ganz in den Mund schob. Vom Fluss wehten Stimmen herauf. Eine Gruppe von 4 oder 5 Sportbooten kam den Wasserlauf entlang. Mit leichten Schlägen ihrer Doppelpaddel hielten die Kanuten die schmalen Gefährte auf Kurs. Sie hüpften nickend über den kleinen Wall aus Wasser und fuhren weiter, entfernten sich auf dem bleiblau glänzenden Band. Erstaunlich, wie schnell sie waren, wo der alte Fluss doch so gemächlich seine Bahn durch den Park zog. »Hör auf«, sagte sie tonlos. Ihre Hand bekam sie nur frei, weil er wollte. Er hatte angefangen, mit der Zunge die Linien in ihrer Handfläche entlang zu fahren. Sie wischte sie sich am Hintern ab. »Was ist los mit dir?«, fragte sie. Er setzte das Cap so auf den Kopf, dass der Schirm wie ein Dach über das rechte Ohr abstand. »Ich könnte dich halt anknabbern«, sagte er. »Schnorps, das ist doch nicht etwa neu für dich.« Da saß dieser Junge vor ihr, der langsam ein Mann wurde, so wie sie eine Frau. Das Kratzen des Stimmenbruchs war verschwunden, war zu einer volltönenden Stimme gereift und er war noch kräftiger geworden. Wenn er Lust hatte, stemmte er sich auf den Lehnen seines Rollis hoch und machte Armbeugen, 50 nacheinander. Schwitzend rang er danach Luft, ein wenig, und grinste so wie jetzt. Wenn sie darüber nachdachte, wie der Mann fürs Leben sein sollte, sah sie immer ihn vor sich. Ob er das wusste, so deutlich, wie ihr das klar war, und ob er es ebenso ernst meinte wie sie? Was, wenn sie sich das alles nur einredete? Waren Jungs nicht anders als Mädchen? Oh ja, ganz bestimmt. Und das nicht nur in einer Beziehung. War es da nicht besser, vorsichtig zu sein? An ihren Fingern lecken konnte jeder. Wer weiß, vielleicht würden es viele sogar gerne machen. Was hatte es für eine Bedeutung, wenn zum Beispiel Benny es machen würde? Der würde es bestimmt gern tun. Das und noch ganz andere Sachen. So wie der sie ansah in den letzten Wochen. Und er guckte nicht nur. Seine Gesten, die Handzeichen und der gelegentliche Schlenker mit den Hüften waren deutlich genug. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie das Bild von dem operierten Kratergesicht vertreiben. Kapitel 32. Musterschülerin. Nicht, dass Lea in diesem Frühjahr plötzlich die Musterschülerin in sich entdeckte. So richtig wusste sie selber nicht, was mit ihr geschah, während die Tage länger wurden. Die Frühblüher wurden abgelöst von ihren Nachfolgern. Primeln schmückten die Balkone und in den Parks standen die ersten gelben Narzissen mit verschämt gesenkten Köpfen. Schule und die das selbst beschränkende Pflicht zur täglichen Anwesenheit waren ihr immer noch in einem gewissen Maß verdächtig. Sie blätterte in den Büchern, überflog die Seiten, las sich hier und da fest. Brauchte man das alles im Leben? Manchmal fühlte sie sich wie eine Schublade, in die jedermann vollgeschnürte Notizblätter stopfte. Informationen häuften sich an, schwer abrufbar, weil alles durcheinander lag. Keiner gab ihr eine Systematik, jeder wusste nur von seinem Fachgebiet. Totales Wissen für einen Ausschnitt des Lebens, totes Wissen. Viele gaben nur Informationen als Wissen weiter, das sie nicht selbst erworben hatten. Es war ihnen vermittelt worden, wie jetzt ihr. Was war mit dieser Informationsflut anzufangen? Sie selbst musste sich einen Filter schaffen. Nur die Guten gehörten ins Töpfchen. An den schlechten im Kröpfchen sollten andere nach wie vor schwer zu schlucken haben, wenn sie es denn wollten. Nach der Schule ging sie eine Runde mit Albert, der den Vögeln hinterherjagte oder an jeder Blüte schnüffelte, als entdecke er immer wieder eine vollkommen neue Welt. Sie setzte sich danach an den Schreibtisch, klappte entweder den Laptop auf oder recherchierte im Netz. Oder befasste sich mit den Büchern und ihren Aufzeichnungen. »Ich freue mich«, sagte Mutter dazu, was Lea mit einem Schulterzucken kommentierte. Auf eine ähnliche Bemerkung von Vater an einem der Samstage, als sie beim Mittagstisch saßen, reagierte sie erst gar nicht. »Bist du krank?«, fragte Lina, als sie sah, wie Lea sich am Rechner mit Hyperbeln beschäftigte. Lea drehte sich um, seit mehr als 6 Jahren schon. Sie zeigte auf ihren gelähmten Arm und machte eine Andeutung auf die Narbe, die im Ausschnitt des T-Shirts zu sehen war. »Sollte jemand aus meiner Familie eigentlich wissen?« Lina war rot geworden. »Du weißt, wie ich es meine.« »Weißt du,
Lea schwang herum und bremste den Drehstuhl mit steifen Hacken ab. Ich habe die Nase voll von den Andeutungen der Leute, die meinen, ich müsste schon wissen, was sie sagen wollten. Kann ich vielleicht hell sehen? Abgesehen davon, dass diese Art von Durchblick sicher nicht zu ertragen wäre. Sag doch einfach, was du meinst. Dann brauchst du hinterher nicht immer auf das verweisen, was gemeint war. Lena machte einen Schmollmund. Das Fräulein ergeht sich in Weisheiten der effektiven Kommunikation. Was ist bloß los mit dir? Lea spielte mit einer Haarsträhne, zog die Spitze zwischen die Zähne. Sie drehte sich um, tippte am Rechner und folgte der Erklärung für das nächste geometrische Gebilde auf dem Bildschirm. Zu fein zum Antworten? Fragte Lena. Ich habe zu tun. Weißt schon, wie ich es meine.